Sieht noch alles gut aus. Da bewegen sich wieder kleine Babys. Aber. Hey, Spielstopp. Ihr braucht auch zwei Pfeile, okay? Ne, drei. Okay, das ist mir ein bisschen blöd. Wir können echt ein bisschen zu viel einstecken. Das sollte eigentlich ein Home Run werden. Waren das jetzt drei Pfeile pro Kind? Drei? Echt? Oh, wie düster. Was verbirgt sich in der nächsten Ecke? Ah. Huh. Okay, einen Moment. Wir brauchen ein bisschen mehr Rüstung. Boah, das ist halt blöd, dass man aus der Mitte noch den restlichen Scheiß rausnehmen muss, bevor man das hier anklicken kann. Aber naja. Ach shit, wir haben den Taser ja noch. Wo kommen wir denn gleich raus? Also denke ich mal, weil wir kommen ja jetzt langsam wieder hoch. Was war das? Okay, wir können links rein. Oh. Was lebt hier drin? Nicht, dass es gleich von hinten kommt. Okay, die Kinder wieder. Alles gut. Da möchte ich am liebsten jetzt eigentlich nur Molo reinschmeißen. Habe ich gerade nicht. Oh mein Gott, es fliegen hier Kinder vom Himmel. Oh, also es hat mich getroffen. Aber nicht richtig. Oh, hinter mir. Autsch. Ist er tot, oder? Ja. Okay. Feldration. Ah, wir sind schon übelst lang in dieser scheiß Höhle.
So. Ich wollte gerade sagen, wo ist Big Mama, ha? Den könnten wir aber auch so klatschen. Zeige ich am besten die. Ich hoffe, es funktioniert. Nee, warte mal. Das sollte ja rein theoretisch. Speer, 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 Speer. Und das Messer. Wir haben eine Schwachstelle herausgefunden. In die Knie zwingen, weil er hat halt im Prinzip nur seine Beine. Sag mal. Oh mein Gott. Nein, ich habe sie ganz falsch gemacht. Nein. Naja, jetzt wissen wir es. Schön in die Kniescheibe. Tatsächlich, der hat da gar keine Chance. Oh, was war das? Easy going, Alter. Wollte gerade sagen, lebt er noch? Aber nein, es ist tot. Meine Taschenlampe ist gleich wieder leer. Ob ich das gleich mal im Nahkampf ausprobiere? Ich weiß nicht mehr, wie viel Batterien ich habe. Wir gehen zuerst links hoch. Munition. Wie? Wer nicht? Ah, klasse. Ich glaube, bevor was passiert, machen wir lieber das hier. Hiermit können wir wenigstens noch abwehren. Wir haben im Prinzip noch 4 Batterien draufgeschissen. Ich sehe hier gar nichts. Es sind wieder kleine Kiddies. Echt jetzt. Wo ist er? Hä? Bist du über mir, oder? Oh, tatsächlich. Oh. Wow, gut ausgewichen. Ich sehe dich nicht. Da oben. Oh shit. Okay. Jetzt ist es soweit. Und zwar werden wir es ausprobieren. Ob es funktioniert oder nicht. Ich muss es wissen. Es funktioniert. Wobei nicht immer. Nicht immer. Oh nein, 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 nein. Es funktioniert nicht immer. Wir haben keine Body Armor mehr. Nein. Guck mal, wie ich deine Kinder töte. Ha? Dessen Arm hinten auf dem Rücken angewachsen ist. Ja, komm doch.
schade, ey. Oh, meine ganze Body Armor ist wieder weg, ey. Aber es musste sein. Es war ein Test. Es war ein Test. Nee, komm mal lieber ein bisschen näher. Ich mag das irgendwie nicht so. Guck mal kurz, ob ich noch Body Armor hab. Yep. Hier muss doch der Endgegner kommen. Kannst du mir erzählen, was du willst? Okay. Du willst es? Willst du auf die harte Tour? Wir kennen's. Er hat sein Zeug gespritzt. Und wir können weiter. Aber hey, komm. Ihr müsst schon sagen, es funktioniert mit der Taktik. Aber nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Diese Höhle kommt mir bekannt vor. Aus dem ersten Teil irgendwie. Genauso wie sie hier ist. Safe. Die ist genauso. Das hier weiß ich jetzt nicht. Aber das andere vorher... Okay, es sind nur Kids. Aber auch die nerven langsam. Wie schafft ihr es eigentlich, so hoch zu springen? Ach, hi. Da sind die anderen. Nein. Oh mein Gott. Oh Mann. Ja, ich weiß, ich weiß. Was? Oh Mann. Meine komplette Body Armor ist weg. Und ich höre schon wieder etwas Komisches. Ohne Scheiß, bleibt da und kommt nie wieder raus. Noch mal zwei Kiddies. Tot? Ja. Ach, goddammit. Jetzt muss ich wenigstens gucken, dass ich hier noch einmal Knochenrüstung herstellen kann. Oder vielleicht zweimal. Was fehlt? Knochen. Shit. Okay. Tragen. Jetzt müssen wir zu den Blättern greifen. Ich bin der Meinung, das hilft auch ein bisschen. Naja, wenigstens zwei davon. Vielleicht können wir uns ja so ein bisschen tarnen hier drin. Das Rausgehen wird wieder Spaß machen.
Was ist das? Ein Seilgewehr. Wo bist du? Da. Alter. Ah. Ah, so muss das sein. Okay. Oh nee, ich weiß halt nicht, was da unten passiert. Da unten sind schon wieder siamesische Zwillinge. Nein! Lauf. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte eigentlich nur die Lappen einsammeln. Wir gucken erstmal, was hier ist. Ich habe Angst, dass die jetzt kommen. Weil ich habe keine Rüstung. Weil dann sterbe ich. Das weiß ich. Oh, ich dachte, hier oben kommen wir raus. Ja, wir kommen hier oben raus. Oh, okay, okay. Wir gehen erstmal raus und speichern. Oh. Tageslicht. Oh, Scheiße. Wo bin ich? Kevin ist da. Oh, die Höhle war definitiv größer. Alter, hör weiter. Speichern. Ja. Oh. Okay, einmal schlafen. Trinken. Ja, dann nehmen wir das hier. Boah, Alter, dieser Wind. Nochmal. Wir gehen nochmal rein. Ist auf jeden Fall gerade ein bisschen ruhiger. Handgranate ist draußen. Die muss sitzen. Handgranaten sind zwar schön und gut, aber die bringen nicht die Wirkung, die man gerne hätte. Bitte bleibt stehen, bitte. Die muss perfekt sitzen. Los, 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 los. Nein, 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 nein. Ah. Die sind vor mir irgendwo. Einfach dagegen schießen, wo die anderen Pfeile stecken. Haben wir's? Ja, wir haben's. Sorry, ich wollte dich nicht abknallen. Oh, shit. Es ist noch einer. Ha, 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 ha. Keine Handgranate. Muss sein. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich das auch anders gemacht. Hätte ich gewartet, bis beide auf einem Fleck sind. Hm. Naja. Was soll man machen? Was man nicht alles macht für ein bisschen Body Armor. Und natürlich, um zu wissen, was hier noch herumliegt. Falls hier etwas herumliegt.
Gar nichts. Gar nichts. So, könnte ich jetzt rein theoretisch hier wieder hoch? Ginge das? Tatsächlich. Alter. Ja, nice. Ey, ihr wisst doch ganz genau, wo wir jetzt hin können. Die eine Höhle. Die, wie heißt das nochmal? Auch so eine Seilrutsche hatte. I like it. Hier sind wir aber auf jeden Fall fertig. Die Höhle ist abgeschlossen. Müssen wir irgendwie nur im Hinterkopf behalten. Achso, ich dachte, hier muss man schon raus. Ja. Also wenn die Monster wüssten, was ich hier schon alles geleistet habe, also. Ja. Okay. Speichern. Ja, und dafür ausholen. Damit es wieder Tag ist. So, wir werden jetzt erstmal Richtung Kev gehen. Und ihm einfach mal was von unserem Abenteuer erzählen. Obwohl es hier übelst windig ist und laut ist und alles drum und dran ist. Ist es eigentlich schlimm, wenn ich das Wasser hier trinke? Sag mal, Teil 1 ging es ja auch immer klar. So, Kev. Da. Schnauze da. Jetzt ist natürlich wieder... Warte mal, die Höhle ist, glaube ich, die da vorne. Die war ja in... nahe des Weißen Berg. Da müsste dieser Rutsche sein. Ach, schade. Ach so, ich bin vorbeigelaufen. Der ist ja hier vorn. Außer mal sehr schwer einzuschätzen. Oh, hallo. Wieder gespawnt. Nee, was mache ich da? Ach so. Okay. Die können wir nicht öffnen. Ich dachte, man könnte. Ach, guck mal. Aber diesmal hast du dich besser versteckt, würde ich sagen. Folge mir. Es geht weiter. Ich würde sagen, zu der Höhle da vorn. Haben wir. So, einfach nur geradeaus. Das wird passen. Einen Moment. Da unten ist unsere Dame wieder. Vielleicht sieht sie halt... Oh. Du hast gekämpft. Du seist stark. Ich dich lieben. Aber ich habe keine Ahnung, was ich mit der machen muss. Was? Nein, 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 nein. Alles gut. Wollte sie... Ist das für mich? Oh.
sie kann Regen. Regen, alles klar. Ja, Regen machen, alles klar. Nee, sie kann reden. Oh mein Gott, das hat mich gerade so verblüfft, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Hier. Sie mag uns doch. Und ich dachte echt, sie tut's nicht. So. Schade, ich dachte, wir könnten uns hier irgendwo hinbauen, aber es ist alles so flach. Ich glaube, ich muss ein richtiges Lager erstellen. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Ich glaube, ich werde das hier machen. Da vorne. An einer Stelle, die ruhig ist. Mal gucken, hier. Geht das? Wenn ich mich... Oh. Hey. Arschloch. Aber habt ihr gesehen? Durch die Blätterarm... Body Armor... funktioniert der ganze Scheiß. Das Einzige, was halt blöd ist, wenn ich jetzt diese Blätterarmor mache, dass wir... Oh, wir brauchen nur Lappen dafür. Machen wir einfach. Die gute Ausrüstung lassen wir noch beiseite. So. Warte mal. Wo ist denn Kevin? Ah, er kommt langsam. Alles klar. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bauen uns hier hin. So ein kleines Lager erstmal. Genau hier. Es sieht wunderschön aus. Die Plattform da vorne sieht natürlich auch göttlich aus, aber das mit dem Wasser, ey, da kriege ich echt Kopfschmerzen. So, let's go. Genügend Kraft haben wir ja. Perfekt. Gleich weiter. Hat sich erwischt. So, erstmal abholzen. Hier, komm mal her. Das sollst du nicht essen. So. Hol. Warum Stöcke? Stämme. Ah, okay. Fallen lassen. Alles klar? Fang mal an. Sehr schön. Jetzt müssen wir auch nochmal gucken, wie das hier geht mit dem Bauen. Das sind die vorgefertigten Dinge, aber ich möchte was Eigenes bauen. Einfacher Boden. Stamm hinstellen. Okay, einfach erstmal nur ein Quadrat machen und dann den Boden legen. Alles klar. Fangen wir damit erstmal an, ja? Warte mal, muss ich die hier entfernen? Okay, aber es bleibt liegen. Verschwindet wahrscheinlich irgendwann. Okay, wenn ich die Hütte hier hinmache. Oder genau hier. Ich fange mal an. Ich möchte genau dorthin blicken. Das heißt, bisschen drehen noch. Ja, das sieht gut aus. So, noch ein Baumstamm. Ja. Es soll ja auch nicht zu groß werden, erstmal. Ja. Ja, ich würde sagen, wenn ich hier dann reingehen kann. Ja, es sollte erstmal ausreichen. Im späteren Verlauf können wir ja das Ganze wieder abbauen. So, jetzt brauche ich nochmal zwei, danke.
Kevin, du kannst euch ein bisschen schneller machen. Du brauchst nicht das Holz zu nehmen, das ich schon gefällt habe. Aber bevor ich baue, ist es, glaube ich, besser, wenn ich die Bäume erstmal hier entferne. Nicht, dass es auf mein Haus fällt. Ich weiß ja nicht, ob es danach kaputt geht. Damit sich meine Ausdauer erstmal regeneriert. Machen wir das erstmal so. Okay. Er packt sie genau dahin. Danke. So, der Boden müsste jetzt... Was ist das jetzt? Warte mal. Ah, okay, okay. Warte, ich muss noch mal reinschauen. Nee, das ist falsch. Ah, guck mal hier. Oha. Ach so, ich brauche das Ding in der Mitte. Alles klar. Nein. Okay. Boah, das haben die so... Warum geht das nicht? Alter, dein Scheiß Ernst? Wieso macht er das nicht? Vielleicht zu lang? Oh Mann, die sind gefährlich. Stirb, Alter. War nicht doch. Keine Chance. Wie viele Pfeile die aushalten. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Und zwar... Weil schon wieder einer. Der Baumstamm ist ein bisschen zu lang. Ja, genau. Es... Hau rein. Sind deine eigenen Leute. Nee, es geht nicht. Warum? Noch einer. Oh Mann. Ja, wie soll ich das denn schaffen zu bauen? Ist es hier doch eine blöde Stelle, um zu bauen? Schlagen die sich gerade? Nee. Ah, da wolltest du ausweichen, wa? Ja, ihr seid intelligenter geworden. Wollt ihr das damit sagen, wa? Boah, schon wieder! Okay, ich brauche doch ein bisschen Body Armor. Geht nicht anders. Ich habe Angst, dass die mich umbringen. Denn die Viecher sind schon echt stark. Also, kein Witz. So, aber warum kann ich das Ding nicht bauen? Kleines Viereck und dann das. Ja, aber ich brauche ein bisschen größer. Oh mein Gott, ich sehe schon kommen, das wird echt schwierig.
So, jetzt versuche ich es mal von der Seite. Oh, ist. Oh, shit. Das ist ein Boss. Tja. Hier traust du dich wohl nicht rein, wa? Ich kann ihn mit Baumstämmen bewerfen. Hey. Ja, ja. Ja, ja. Da komm doch her. Ich weiß ganz genau, hier wirst du ertrinken. Habe ich ein Speer?